Hallo und herzlich willkommen zu Inside Physics. Ich bin Steffen. Die ersten kommerziellen 3D-Filme wurden tatsächlich schon in den 50er Jahren gezeigt. So richtig erfolgreich sind sie allerdings erst seit Avatar 2009. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie so ein 3D-Kino eigentlich funktioniert? Warum ist die Leinwand silbrig und kann man das Ganze nicht vielleicht auch ohne die Brillen hinkriegen? Aber was genau ist 3D-Sehen überhaupt? Gewisse Tiefeninformationen bekommt man nämlich auch schon aus einem 2D-Bild. Zum Beispiel könnt ihr eindeutig erkennen, dass ich vor und nicht hinter der Leinwand stehe. So richtig realistisch ist das allerdings noch nicht, denn die meisten Tiefeninformationen erhaltet ihr aus dem Winkel zwischen euren Augen und aus dem Unterschied zwischen den Bildern, die beide Augen sehen. Wenn wir also ein 3D-Kino bauen wollen, dann müssen wir für jedes Auge ein eigenes, leicht versetztes Bild bereitstellen. Die Bilder zu versetzen ist natürlich ganz einfach, aber wie schaffen wir es, dass jedes Auge nur sein eigenes Bild sieht und nicht das des anderen? Die älteste und simpelste Methode dafür nennt sich Anaglyph und benutzt diese Brillen hier. Das Bild für das linke Auge wird in Rot auf die Leinwand projiziert und das Bild für das rechte Auge in Cyan. Das linke Brillenglas lässt nur rotes Licht durch und das rechte nur Cyan. Und schon haben wir die gewünschte Auftrennung der Bilder. Das Prinzip ist total einfach und sofern ihr eine entsprechende Brille habt, könnt ihr mich jetzt in 3D sehen. Allerdings ist die Farbwiedergabe ziemlich schlecht und die Bilder werden auch nicht perfekt aufgetrennt. Deshalb macht man sich in den meisten modernen Kinos die Polarisation von Licht zunutze. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das elektrische und magnetische Feld schwingt senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Das Magnetfeld lassen wir der Einfachheit halber jetzt mal weg. Das schwingt nämlich sowieso immer nur senkrecht zum elektrischen Feld. Schaut man sich die Lichtteilchen an, die aus einer normalen Lampe kommen, dann sieht man, dass deren Schwingungsrichtungen nicht gleich sind. Sie sind unpolarisiert. Durch spezielle Filter kann man das aber ändern. Eine solche Lichtschwingung kann man auch darstellen als Überlagerung von zwei senkrechten Schwingungen. Ein Polarisationsfilter lässt nur die Schwingung in genau eine Richtung durch. Wir können hier die Gesamtschwingung also aufspalten in eine Richtung, die komplett vom Filter absorbiert wird, und eine Richtung, die vollständig durchgelassen wird. Da das mit allen Lichtteilchen passiert, polarisiert der Filter das Licht. Seine Ausrichtung bestimmt die Polarisationsrichtung. Damit können wir jetzt schon ein 3D-Kino bauen. Für das linke Bild nehmen wir vertikal polarisiertes Licht und für das rechte Bild nehmen wir horizontal polarisiertes Licht. Die 3D-Brille besteht aus Polarisationsfiltern. Das linke Glas lässt nur den vertikal schwingenden Anteil einer Lichtwelle durch, das rechte Glas lässt nur den horizontal schwingenden Anteil durch. Das linke Bild kommt deshalb ohne Probleme durch das linke Brillenglas, denn es schwingt schon vollständig vertikal. Das rechte Bild hingegen wird komplett vom linken Brillenglas absorbiert, da es aus horizontal polarisiertem Licht besteht. Es hat also gar keinen vertikalen Anteil, der vom linken Brillenglas durchgelassen werden könnte. So bekommt das linke Auge nur das linke Bild und das rechte Auge nur das rechte Bild zu sehen. Allerdings führt das System zu Problemen, wenn man den Kopf schräg hält. Dann sind die Polarisatoren in der Brille nämlich nicht mehr genau vertikal und horizontal ausgerichtet, sodass sie jetzt teilweise das falsche Bild durchlassen. Um das zu verhindern, nimmt man nicht vertikal und horizontal polarisiertes Licht, sondern zirkular polarisiertes. Wir starten wieder, indem wir das unpolarisierte Licht aus einer Lampe mit einem Polarisationsfilter linear polarisieren. Es gibt jetzt bestimmte Materialien, Kalkspat zum Beispiel, die eine Schwingungsrichtung verlangsamen können. Wir nehmen uns jetzt mal so einen Kalkspatkristall und orientieren den so, dass die X-Schwingung verlangsamt wird. Die Dicke des Kristalls wählen wir so, dass die X-Schwingung um insgesamt eine Viertelperiode verlangsamt wird. Das heißt, nach dem Kristall hinkt die X-Schwingung der Y-Schwingung um genau eine Viertelperiode hinterher. Wenn wir uns jetzt die Gesamtschwingung des Lichtteilchens anschauen, dann sehen wir, dass sich das elektrische Feld im Kreis bewegt. Die Lichtwelle ist also zirkular polarisiert, in diesem Fall hier rechtszirkular. Wenn wir übrigens durch den Kristall Licht schicken, das genau in die andere Richtung linear polarisiert ist, dann sorgt die Verlangsamung der X-Richtung dafür, dass wir linkszirkular polarisiertes Licht bekommen. Und hier liegt der Trick der heutigen 3D-Kinos. Für das rechte Bild wird rechtszirkular polarisiertes Licht erzeugt und für das linke Bild wird linkszirkular polarisiertes Licht erzeugt. Jetzt brauchen wir nur noch eine Brille, die diese zirkularen Polarisationen filtern kann. Dafür nutzt man wieder diese tollen Kristalle. Wenn wir das rechtszirkular polarisierte Licht des rechten Bildes auf so eine Kristallbrille schicken, wird die X-Achse um eine Viertelperiode verlangsamt
und wir erhalten wieder linear polarisiertes Licht. Dieses linear polarisierte Licht können wir jetzt mit normalen Polarisatoren filtern. Das rechte Brillenglas soll das Licht durchlassen, das linke nicht. Ähnliches passiert mit dem linkszirkular polarisierten Licht des linken Bildes. Aber die Polarisationsrichtung, die nach der Verlangsamung durch den Kristall entsteht, ist genau senkrecht zu der vom rechtszirkularen Licht. Jetzt lässt also das linke Glas das Licht durch und das rechte nicht. Die Aufteilung der Bilder funktioniert also. Mit diesem System ist es auch egal, ob man den Kopf und damit die Brille neigt. Es verändert sich zwar die Schwingungsrichtung des linear polarisierten Lichtes nach dem Kristall, aber die nachgeschalteten Filter drehen sich ja mit. Nach diesem Prinzip funktionieren die meisten heutigen 3D-Kinos. Das rechte Bild wird mit rechtszirkularem Licht projiziert, das linke mit linkszirkularem. Die Brillengläser lassen nur die richtige Drehrichtung durch. Übrigens sind Kristalle nicht gerade das optimale Material, um günstige und robuste Brillen herzustellen. Deshalb nimmt man heute lieber anisotrope Folien. Der Grund für die silbrigen Leinwände in 3D-Kinos liegt in der aluminiumhaltigen Farbe, mit der sie überzogen werden. Nur durch das Aluminium bleibt bei der Reflexion des Lichtes an der Leinwand die Polarisation trotzdem bestehen. Natürlich gibt es auch noch andere Techniken, 3D-Filme zu zeigen. Da die heutigen Brillen der Polarisationstechnik aber so super günstig sind, ist sie die mit Abstand am weitesten verbreitetste. Auch wenn die Silberleinwände recht teuer sind und noch andere Nachteile haben. Bei der Shutter-Technik werden abwechselnd das linke und das rechte Bild gezeigt. Die Brille ist mit dem Projektor synchronisiert und verdunkelt entsprechend das linke und das rechte Brillenglas. Allerdings sind die Brillen ziemlich teuer, weswegen man das Shutter-System kaum im Kino, sondern eher bei modernen Fernsehbildschirmen findet. Dann gibt es noch die Interferenzfiltertechnik, die wie eine verbesserte Anaglyph-Technik funktioniert. Das linke und rechte Bild werden gleichzeitig gezeigt. Die Bilder werden nur mit den Farben Rot, Grün und Blau erzeugt. Nach diesem Prinzip funktionieren übrigens alle modernen Bildschirme. Allerdings werden bei der Interferenzfiltertechnik für das linke und rechte Auge leicht unterschiedliche Rot-, Grün- und Blautöne verwendet. Die Brillengläser sind Farbfilter, die genau die richtigen Farbtöne rausfiltern. Noch sind die Brillen auch hier recht teuer, das könnte sich aber in Zukunft ändern. Und dann gibt es noch die Autostereoskopie, die zum Beispiel beim Nintendo 3DS oder diesen 3D-Postkarten eingesetzt wird und keine Brille braucht. Das linke und rechte Bild werden hier in sich abwechselnden Streifen angezeigt. Physische Barrieren sorgen dann dafür, dass jedes Auge auch nur die Streifen seines Bildes sehen kann. Leider ist die Position des Kopfes dadurch stark eingeschränkt. Hier forscht man aber daran, das Problem mit ausgeklügelten Linsensystemen vor dem Bildschirm zu umgehen. Bevor ihr wegschaltet, hier noch ein kleines Rätsel für euch. Also, ich habe hier zwei 3D-Brillen, die mit der zirkularen Polarisationstechnik funktionieren, die ich eben erklärt habe. Die Kamera guckt jetzt mal durch das linke Brillenglas. Und ihr seht, dass ihr durch das linke Brillenglas der anderen Brille perfekt durchgucken könnt. Das rechte Glas aber ist rötlich-violett eingefärbt. Eigentlich würde man erwarten, dass das rechte Glas komplett schwarz ist. Warum also ist es eingefärbt? Das Ganze funktioniert natürlich genauso, wenn man durch das rechte Brillenglas auf das linke Glas guckt. Als kleiner Tipp recherchiert man, wie genau diese zirkularen Polarisatoren funktionieren. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Feedback dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne hinterlassen, darüber freuen wir uns immer. Hier unten findet ihr noch unser letztes Video, wie entstehen Galaxien, und hier könnt ihr euch anschauen, wie LEDs funktionieren. An dieser Stelle noch einen großen Dank an Bene, Jakob, Julian und Robert, die mich bei Inside Physics unterstützen, an Tobias, der dieses Mal beim Dreh geholfen hat, und an das Lumiere in Göttingen, bei denen wir drehen durften. Und wie immer vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Also macht's gut und bleibt neugierig. Tschüss!